Die fünfte Jahreszeit ist wieder voll im Gange. Da darf das Stadtjugendprinzenpaar in Münster nicht fehlen. In dieser Session übernehmen die 16-jährige Christine Steinbrede und der 18-jährige René Kramer dieses Amt. In Münsters Karnevalsszene haben die beiden eine besondere Verantwortung. Wir müssen halt die karnevalistische Jugend vertreten und dann reden wir halt ein bisschen mit den Leuten und dann bringen wir die halt in Stimmung mit unserem Lied. Und das war's eigentlich schon und wir vergeben die Orden. Doch zum Glück müssen Christine und René nicht alleine auf der Bühne stehen. Hinter ihnen steht die Jugendprinzengarde, eine große Gemeinschaft aus ehemaligen Jugendprinzessinnen und Prinzen der Stadt Münster. Doch die Jubriga ist mehr als nur ein Stimmungsmacher auf der Bühne. Es ist ein großer Freundeskreis schon über ganz, ganz viele Jahre hinweg, über ganz, ganz viel Alter hinweg. Wir haben die Jüngsten mit 16 dabei. Sind jetzt auf der Bühne heute, ich glaube, mit dem Ältesten mit 25 dabei, das sind knapp 10 Jahre. Und ich würde sagen, das ist eigentlich in der Jugend relativ selten und einmalig. Und alle haben Spaß bei der Sache dabei. Schon gut so, wie es ist. Das Stadtjugendprinzenpaar wird nicht nur von der Jubriga begleitet, sondern auch von ihrem diesjährigen Motto, dass jede Session vom Prinzenpaar selbst gewählt wird. So wird deutlich, warum wir unser Motto so gewählt haben. Mit der Jugend in Kombination hat Münsters Karneval Tradition. Wir haben halt zuerst halt überlegt, was eigentlich dieses Jahr wirklich groß ansteht oder was im Moment eigentlich los ist. Also, eigentlich ist ja der Karneval, also kam auch von uns, wegen der Erziehung, weil wir auch Jugendkarnevalisten haben, nur wir eigentlich irgendwas mit Jugend und dann kamen wir halt auf das Motto, dass wir halt mit der Jugend in Kombination hat Münsters Karneval Tradition. Diese Tradition kann jedoch nur bestehen bleiben, wenn weiterhin viele Begeisterte zusammenkommen, um Karneval zu feiern. In diesem Sinne hat Jubriga eine Bitte an alle Narren da draußen. Setzt euch ein für die Jugend im Karneval, bringt eure Kinder dazu, Karneval zu feiern, weil so ein gewisses Nachwuchsproblem haben wir ja dann doch noch. Unterstützt uns auch die Jugendprinzengarde dabei, was wir halt auch machen, vor allem auch irgendwelche sozialen Beiträge. Bringt uns den Karneval näher und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Christine und René haben aber wohl noch was zu sagen. Sie möchten das Zibomo-Wochenende, welches vom 22. bis zum 25. Februar im Wolbecker Festzelt stattfindet, ankündigen. Denn beide stammen aus der Karnevalsgesellschaft KG Zibomo, was eine Kurzform für den Wolbecker Karnevalstag Ziegenbocksmontag ist. Ich freue mich am meisten aufs Zibomo-Wochenende, weil man da ja eh so fast alle kennt und dann fühlt man sich da schon so heimisch. Und dann kann man da, weiß ich, da macht das bestimmt so voll Spaß auf der Bühne. Party zu machen. Die beiden haben jetzt schon viele erfolgreiche Auftritte hinter sich und blicken mit viel Spaß und Motivation auf die zukünftigen Events. Also mir gefällt am meisten, dass man halt so generell so viele Leute kennenlernt, so von den ganzen Gesellschaften und so. Und auf den Auftritten, weiß nicht, das macht halt so voll Spaß, dann auch so zu singen und dann mit der Jugendprinzengarde. Ich finde, mir macht am meisten Spaß, dass du eigentlich dann mit den Leuten dann richtig da feiern kannst. Und wie Christine und René feiern können, zeigen sie mit ihrem diesjährigen Sessionslied. Es ist so.